Sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums des BKWK, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie mich zu einem Grußwort zu Ihrem 12. Jahreskongress im Jahre 2020 eingeladen haben. Der Kongress findet in schwierigen Zeiten statt, das wissen wir alle. Die Corona-Fallzahlen steigen wieder an. Sie haben schon umgestellt auf ein digitales Format. Das halte ich für völlig richtig. Alles andere wäre extrem schwierig in dieser Zeit. Nichtsdestotrotz, ich wäre gern persönlich bei Ihnen gewesen. Und ich hoffe, Sie nehmen auch virtuell mit mir vorlieb und haben trotz des virtuellen Formats einen spannenden Austausch. Sie hatten mich gebeten, auf die Interessen der Bundesregierung beim Thema KWK einzugehen. Ich kann sagen, die KWK spielt für uns eine wichtige Rolle in der Energiewende und sie wird sie auch weiterspielen. Wir alle haben aber natürlich die Herausforderung, dass wir beständig Rechtfertigungsdruck haben, wo immer CO2-Emissionen anfallen. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Thema in der KWK-Novelle sehr positiv besetzen konnten. Wir haben es geschafft, deutlich zu machen, dass die KWK Richtung Klimaneutralität einen wichtigen Beitrag leisten kann. Wie kann das gelingen? Es geht im ersten Schritt um die Umstellung von Kohle auf Gas und im zweiten Schritt, das klang schon in den parlamentarischen Verhandlungen an, letztlich um Wasserstoff-Readiness. Es geht zum Zweiten darum, dass die KWK-Anlagen flexibler fahren als bisher. Das bedeutet, sie schaffen mehr Raum für die Verstromung von Wind und Solar. Und das Dritte ist, es geht um eine Vergrünung der Wärmenetze. Auch dies sind wir in der KWK-Novelle angegangen mit PTH-Bonus, mit dem Ausbau der Wärmenetze, mit weiteren Möglichkeiten für Speichereinsatz. All dies zusammengenommen sagt, die KWK kann die Herausforderungen des Klimaschutzes annehmen und auf diesem Weg wollen wir mit Ihnen weitermachen. Ich muss mich noch entschuldigen, die Beratungen des KWK-Gesetzes waren hektisch. Sie hatten wenig Zeit, mit uns zu konsultieren. Wir hätten es uns auch entspannter vorstellen können. Aber letztlich war uns wichtig, dass KWK-Gesetz und Kohleausstieg im Paket beraten werden, denn eine nur Ausstiegsstory, die hätte ich nicht gewollt. Wir wollen sagen, wer aus etwas aussteigt, der hat auch eine Umstiegsoption und das KWK-Gesetz hat genau diese Umstiegsoption definiert. Ich danke Ihnen, dass es trotz der Hektik letztlich ein sehr konstruktiver Dialog mit Ihnen war. Wichtige Anregungen des BKWK sind in die Novelle eingeflossen. Ich nenne nur die Erhöhung der Fördersätze für kleine Anlagen, um die geringeren Vollbenutzungsstunden kompensieren zu können. Wir haben wichtige Verbesserungen im Gesetzgebungsverfahren erzielen können. Der Kohleersatzbonus ist zwar deutlich komplexer geworden, aber die Staffelung nach Alter der Kraftwerke sorgt dafür, dass der Bonus definitiv passgenauer ist als im Gesetzesentwurf. Und auch die Differenzierung nach dem Zeitpunkt der Stilllegung war ein guter Zug. Er erleichtert die Genehmigungssituation in Brüssel. Lassen Sie mich noch sagen, dass vor uns weiterhin spannende Diskussionen liegen. Die eine Diskussion wird sein, wie viel der Wärmenetzförderung kann zukünftig eigentlich noch über das KWK-Gesetz abgedeckt werden. Das KWK-Gesetz richtet sich an die Stromseite. Es wird von Stromzahlern letztlich bezahlt. Und deswegen haben wir hier finanzverfassungsrechtliche Grenzen. Ich bin aber froh, dass in den Beratungen zum KWK-Gesetz im parlamentarischen Raum schon deutlich wurde, dass die Bereitschaft besteht, die Wärmenetzförderung auch über eigene öffentliche Förderprogramme zu gestalten. Und ich denke, das ist ein Weg, der sehr, sehr zielführend sein kann. Auch deshalb, weil dann nicht der Strompreis weiter mit Umlagen belastet wird. Und dies ist im Grunde auch für die Sektorkopplung eine gute Botschaft. Wir haben gemeinsam auch noch neue Debatten zu bestehen. Ich nenne nur das schwierige Thema Methanschlupf. Meines Erachtens besteht da noch erhebliches an Forschungsbedarf. Wir müssen vor allem ehrlich mit dem Thema umgehen, Wege aufzeigen, wie man es beherrschen kann. Und dann ist mir eigentlich um dieses Thema auch nicht bange.
Ich möchte es kurz halten. Es ist immer sehr mühsam, virtuell lange Statements zu hören. Deswegen lassen Sie mich abschließen mit allen guten Wünschen für Ihren Verband, für diesen Kongress. Ich wünsche Ihnen eine spannende Diskussion und alles Gute. Herzlichen Dank.